Hallo ihr Lieben, heute habe ich nochmal eine kleine Buchvorstellung für euch, beziehungsweise schon eine halbwegs Reihenvorstellung. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze betiteln werde. Ich sage jetzt einfach mal Buchvorstellung, denn ich habe Game of Hearts und Game of Passion von Geneva Lee gelesen. Das ist der erste und der zweite Teil dieser Game of Reihe. Ich weiß gerade die Reihenbezeichnung ehrlicherweise gar nicht. Der dritte heißt Game of Destiny. Und ja, diese beiden Bücher habe ich gelesen und wie sie mir gefallen haben, das erzähle ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe ja Game of Hearts von meinem Schatzi geschenkt bekommen. Das habt ihr ja in meinem letzten Blog gesehen und ich habe mich sehr über das Buch gefreut. Und da der zweite Teil jetzt auch gerade erschienen ist, dachte ich mir, wenn ich jetzt den ersten zu Hause habe, frage ich doch mal netterweise beim Verlag, ob ich den zweiten haben kann. Und ja, habe den zweiten vom Verlag auch netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag für den zweiten Teil. Und ja, habe die beiden dann auch gleich hintereinander weggelesen, was wirklich gut war. Denn der erste, wie auch der zweite Teil, endet natürlich mit einem doofen Cliffhanger. Wie sollte es auch anders sein? Ich fange mal wie immer von vorne an und wir beginnen mal mit der Inhaltsangabe von Game of Hearts. In diesem Buch geht es um Emma Southerly, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, und Jameson West. Und Emmas und Jamesons Familie sind quasi verfeindet, schon immer. Also Emma ist mit diesem Hass auf die andere Familie quasi aufgewachsen, genau wie es bei den Wests halt auch der Fall ist, dass die Southerlys nicht mögen. Und ja, das war halt schon immer da und Emma denkt halt, sie hört es nicht, als ihre beste Freundin Josie zu ihr sagt, komm, wir gehen auf die Party, die Monroe West schmeißt. Und ja, Emma hatte eigentlich auch gar keinen Bock da drauf, aber es ist die Party des Jahres. Und das Schuljahr ist jetzt gerade zu Ende und die Ferien fangen an und alle gehen auf diese Party. Und ja, so gehen halt auch Emma und Josie auf diese Party. Und Emma verliert dann während des Abends Josie irgendwann aus den Augen und sie ist dann weg und fängt dann an, ihre Freundin zu suchen und stolpert dabei über Jameson. Und Emma hat keine Ahnung, wer Jameson jetzt eigentlich ist. Und Jameson weiß nicht, wer Emma ist. Und die beiden beginnen sich zu unterhalten, verbringen den restlichen Abend zusammen und kommen sich dabei auch näher. Und ja, als die beiden dann herausfinden, wer der andere ist, sind die beiden erstmal ziemlich schockiert. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre für die beiden, ist es auch so, dass ein Mord passiert und Jameson der Hauptverdächtige ist. Und nur Emma kann ihn quasi vor der Anklage schützen. Und ja, was mit den beiden dann alles passiert und was es mit diesem Mord auf sich hat und was da nicht noch alles dranhängt, das ist es quasi, worum es in Game of Hearts geht. Und ich muss sagen, dass mir der erste Teil gut gefallen hat. Ich fand, das war eine gute, solide Geschichte. Ich habe einen großen Kritikpunkt. Diesen Kritikpunkt hatte ich beim zweiten Teil auch wieder. Und zwar war das das Tempo von der Geschichte. Die Bücher sind ultra schnell. Ultra, ultra schnell. Da passiert wirklich Schlag auf Schlag immer was. Und da fehlte mir einfach so dieses Ruhige zwischendrin. Dieses Runterkommen, dieses Setzen lassen, dieses Entspannen einfach auch mal. Das gab es bei diesen Büchern nicht. Das war halt so pam, 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 pam. Und das ging das ganze Buch so durch. Und immer war irgendwas los und immer passierte irgendwas mit den Charakteren. Im zweiten Teil war es genau das Gleiche. Und deswegen habe ich den beiden Büchern auch da echt einen Sternenabzug gegeben auf meiner Goodreads-Bewertung. Ihr wisst, ich bewerte ja eigentlich nicht nach Sternen, weil ich das ja doof finde. Aber auf Goodreads habe ich deswegen einen Punkt quasi abgezogen, weil mir dieses Tempo einfach zu schnell ging. Ich hätte da echt lieber noch so 50 Seiten mehr gehabt und dafür aber auch so ein bisschen mal eine ruhigere Szene und ein bisschen was Leichteres gegenüber diesem ganzen krassen Kram, der hier passiert. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir die Handlung von Game of Hearts gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte ganz, ganz toll. Ich fand, wie sich das Ganze entwickelt hat, gut. Wie gesagt, das Tempo war mir echt zu schnell an manchen Stellen und dadurch wirkte für mich manches ein bisschen unglaubwürdig und ein bisschen zu übertrieben und zu voreilig. Aber das lag halt, wie gesagt, einfach am Tempo der Geschichte und an meinem persönlichen Empfinden, denke ich mal. Aber ansonsten hat mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was die Charaktere betraf, mochte ich unsere Protagonistin Emma vom ersten Moment an. Sie war mir sehr, sehr sympathisch, gleich von Beginn der Geschichte an. Emma ist ein Mädchen, was natürlich auch eine große Klappe hat, was ein bisschen frech auch ist und forsch. Und ihr Mund ist halt manchmal schneller als ihr Kopf, was ihr im weiteren Verlauf der Geschichte auch nicht immer hilfreich ist. Und ja, also sie ist einfach für mich ein sehr, sehr sympathisches Mädchen gewesen. Und ich konnte ihre Gefühle und alles auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch bei diesem ganzen Scheiß, was da passiert ist und wie sie damit umgegangen ist. Das war für mich glaubwürdig, das kam für mich gut rüber und das konnte ich auch super nachvollziehen. Was Jameson, den Gegenpart von Emma betrifft, fand ich ihn auch ganz, ganz toll. Ich mochte ihn auch von der ersten Seite an. Ich fand ihn super sympathisch und ich fand es auch gut, wie die Autorin ihn hier dargestellt hat im ersten Teil, dass sie halt immer noch nicht von Anfang an aufgeklärt hat, ist er nun
begründet verdächtigt, sehr unbegründet verdächtigt, sondern dass man das aus dem Verlauf der Geschichte so rausbekommen hat und sich dadurch ein besseres Bild über ihn hat machen können. Und ja, das fand ich ganz, ganz toll. Also von den Charakteren kann ich nur sagen, dass mir die zwei Hauptcharaktere wie auch die ganzen anderen Nebencharaktere gut gefallen haben. Die haben alle ihre Rollen super gut gespielt und das ist für mich super gut rübergekommen und ich mochte es sehr. Es war natürlich alles sehr theatralisch, was die Charaktere betraf und auch drüber und überzogen, aber das ist halt immer bei diesen Geschichten halt einfach so. Damit muss man halt einfach leben. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich auch nicht meckern. Dieses Buch spielt ja in Las Vegas und man kann sich diesen Strip und das alles und diese Casinos, die es dort gibt, aber auch diese ruhigen Wohngegenden, kann man sich schon gut vorstellen. Ich finde, das war von den Beschreibungen her gut. Also es hätte nicht weniger sein dürfen, dann wäre es wahrscheinlich zu wenig gewesen, aber so wie es war, war es genau das richtige Maß, dass man sich das alles auch noch gut vorstellen kann. Und seitdem hat es mir schon gut gefallen. Was den Schreibstil von Geneva Lee betrifft, mochte ich ihn auch. Ich war ein bisschen skeptisch, da das ja die Autorin dieser Royal-Reihe ist und viele die Royal-Reihe ja total zerfetzt haben und gesagt haben, boah, ist das für ein Scheiß. Und ich hatte deswegen so ein bisschen Angst, dieses Buch zu lesen, aber ich mochte den Schreibstil von Geneva Lee. Ich fand, es war auch in diesem Buch mit diesem erotischen Anteil wirklich sehr gut. Also es war nicht viel. Also es waren mal zwei, drei Anspielungen und die haben sich auch mal geküsst und so. Aber das war jetzt nicht zu viel und nicht zu übertrieben, dass sie sich die ganze Zeit besprungen hätten oder sowas. Gar nicht. Also wer da irgendwie ein bisschen Angst vor hat, dass das zu erotiklastig ist, den kann ich sagen, ist es nicht. Ihr könnt das ganz beruhigt lesen. Es gibt, glaube ich, ein, zwei erotische Szenen in diesem Buch. Ansonsten mehr gibt es da nicht. Also ihr könnt es ganz bedenkenlos lesen. Und ansonsten mochte ich den Schreibstil von Geneva Lee. Ich fand, sie hat einen flüssigen Schreibstil. Sie bringt die Sachen gut auf den Punkt, ohne groß drumherum zu reden. Ne? Es ist halt sehr kurz und knackig. Und da muss man auch auf den Punkt kommen. Und ich finde die Ehrlichkeit, die sie ihren Charakteren gibt, finde ich auch richtig toll. Und der Schreibstil ist flüssig. Wie gesagt, er ist sexy. Er ist ein bisschen actionreich auch. Und ich fand die Mischung ganz, ganz toll. Und mir hat das Buch gut gefallen. Wie gesagt, ich habe einen Punktabzug gegeben. Wegen dem Tempo. Aber ansonsten mochte ich die Geschichte sehr. Die Geschichte hat mich so ein bisschen an Romeo und Julia erinnert im Ansatz. Also jetzt nicht Romeo und Julia, die Geschichte im Großen und Ganzen, sondern so vom Ansatz her so zwei verfeindete Familien und sie dürfen sich eigentlich nicht lieben. Und dann passiert noch dieser ominöse Mord an einer Person und das, ja, fand ich schon cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte Game of Thrones den ersten Teil sehr. Kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Ich komme jetzt mal zum zweiten Teil. Ich sage euch jetzt auch erstmal meine Meinung grob zum zweiten Teil und alles weitere dann, wenn es nicht mehr spoilerfrei wird, sage ich euch Bescheid. Aber wir kommen auch erstmal hier ganz kurz zum Groben zum zweiten Teil. Ich kann zum Inhalt hier vom zweiten Teil nichts sagen, da er unmittelbar an den ersten anknüpft und ich euch nicht spoilern möchte. Aber ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil noch einen Tacken besser gefallen hat, wie der erste, was die Handlung betraf. Ich hoffe nicht, dass jetzt im dritten Teil noch eine Schippe draufgelegt wird, weil dann wird es mir, glaube ich, wieder so ein bisschen zu viel des Guten, denn das, was hier am Ende vom zweiten Teil rausgekommen ist, und mein Pony regt mich auf, entschuldigt. Gerade diese Sache, die am Ende noch rausgekommen ist hier im zweiten Teil, hat mich so schockiert, dass ich so dachte, was? Oh mein Gott, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Das ist, ach du Scheiße, was geht hier ab? Ist das krass? Oh mein Gott. Und ich bin jetzt so auf den dritten Teil gespannt, ob das so ist, wie ich mir das in meinen gruseligsten Vorstellungen ausmale oder ob da noch mehr dahinter steckt. Und ich hoffe wirklich, dass da mehr dahinter steckt, denn diese eine Information am Ende, wow, war die gruselig. Ich möchte da nicht weiter drüber nachdenken. Oh, wer das Buch von euch gelesen hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ich komme dann gleich nochmal drauf zurück, wenn es nicht mehr spoilerfrei ist und dann können wir nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich fand das so, what, das war so ein richtiger what the fuck Moment und ja, dann war das Buch vorbei und ich dachte, warum tut ihr uns das an? Aber so ist das mit Cliffhanger, ne? Sie sind ja nicht für uns Cliffhanger. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir die Handlung vom zweiten Teil ja noch ein bisschen besser gefallen hat wie vom ersten. Sie war natürlich auch wieder teilweise sehr überzogen und übertrieben. Aber es ist halt sehr, sehr viel aufgeklärt worden in Bezug auch auf den ersten Teil. Es sind neue Sachen ans Licht gekommen und die Geschichte hat wirklich einen riesengroßen Sprung nach vorne gemacht. Gerade auch was unsere Protagonistin Emma betrifft, haben wir hier einiges erfahren und das hat auch schockiert. Und also es war wirklich von allem her ganz, ganz toll und ich bin so gespannt, wie das Ganze jetzt im dritten Teil ausgeht. Was die Charaktere im zweiten Teil betrifft, geht es mir wie im ersten Teil. Ich fand Emma super sympathisch, obwohl ich hier mir an manchen Stellen dachte, mit ihrer großen Fresse, ob man in Wirklichkeit, auch wenn man so ein großes, loses Mundwerk hat, ob man in Wirklichkeit, wenn man in dieser Situation wäre, wirklich so drauf ist, ich weiß es nicht. Also,
Das weiß ich nicht. Also das war mir an manchen Stellen ein bisschen viel, aber passt halt zu ihrem Charakter schon. Also ich persönlich würde da nicht so verhalten, aber zu Emmas Charakter hat es in diesem Moment schon gepasst. Ja, ansonsten, ich mochte Jameson vom Charakter her wieder total gerne, auch wie im ersten Teil auch schon. Ich fand die Nebencharaktere auch wieder richtig gut. Ich fand gut, was da wie gesagt noch rausgekommen ist, was manche Nebencharaktere hier noch betrifft, die neu eingeführt worden sind, fand ich die auch ganz, ganz toll. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Las Vegas und in Palm Springs. Einen kurzen Moment am Anfang und ich muss sagen, dass es vom Setting her wieder gut gepasst hat, hat mir gut gefallen. Ich mochte das Ganze wieder, wie das beschrieben wurde, hat für mich super in die Geschichte gepasst und auch der Schreibstil von Geneva Lee hat mir wie im ersten Teil richtig gut gefallen. Ich fand die Umsetzung gut, ich fand auch wieder diesen erotischen Anteil, der hier schon minimal ein bisschen höher war wie im ersten Teil, jetzt aber nicht zu viel. Ich finde, das hat sich immer noch sehr zurückgenommen und die Geschichte vordergründig hat da echt die Hauptrolle gespielt und das hat mir gut gefallen. Und ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass der zweite Teil, wie gesagt, mir noch ein bisschen besser gefallen hat wie der erste, gerade durch diese ganzen Dramen, die hier passiert sind und durch diese ganzen Sachen, die hier noch aufgedeckt worden sind. Und ja, ich mochte den zweiten Teil und ich bin echt gespannt, was im dritten passiert. Und ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf einen nicht spoilerfreien Teil zurückkommen für die Leute, die die Bücher schon gelesen haben. Alle anderen schalten bitte ab, ihr seid hiermit gewarnt, es wird jetzt nicht spoilerfrei und ihr solltet euch das erst angucken, wenn ihr die ersten beiden Teile kennt. Es sei denn, ihr wollt gespoilert werden, dann guckt es euch an. Aber ansonsten schaltet ab. Fangen wir mal mit Game of Hearts an. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte im ersten Teil wirklich gut. Und wo dann der Mord an dem Vater passiert ist, dachte ich nur so, Und wo dann Jameson verdächtigt wurde, seinen Vater umgebracht zu haben, dachte ich mir von Anfang an, boah, der war das nicht, ne? Auch wenn er nicht da war, wo Emma erwacht ist, dachte ich mir, nein, der Typ kann das nicht gewesen sein. Das wäre zu offensichtlich. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt echt immer noch mit mir hin und her schwanke, wer der Mörder ist. Also, ich schwanke momentan irgendwie zwischen Monroe, der Mutter und diesem Jonas, weil diese Sache, die, weswegen sie ja aus dem Fenster geschubst wurde, ne, was die, wie hieß sie, die Ische ihr da erzählen wollte, die, ist die Laurel? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Blake? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall diese Freundin von Monroe, die ihr ja erzählen wollte, was mit diesem Gespräch um Jonas auf sich hatte, ich vermute, dass da noch irgendwie was mit dahinter steckt und ich vermute, dass der auch echt noch Dreck am Stecken hat und vielleicht war der das auch. Am Anfang dachte ich ja noch, dass der Jonas vielleicht schwul ist und der es mit dem Vater hatte, dass der insgeheim auch schwul ist und die beiden und die eine das dann gesehen hat und es Emma erzählen wollte. Aber nachdem dann dieser Knaller kam am Ende vom zweiten Teil hier mit diesen DNA-Spuren, das war so... Das war richtig so ein krasser Moment, wo ich so dachte, what? Der hat seine... Oh mein Gott. Also die haben ja nur Haut gefunden. Das kann ja auch Haut von was anderem sein. Aber was sollte es denn sonst sein? Also die Alternative wäre, dass das DNA von Jameson... Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also Fakt ist, der Vater hat mit einem... seiner Kinder wahrscheinlich Sex gehabt. Und diese Vorstellung ist für mich echt übelst krass. Also vielleicht war das auch wieder so ein Kind wie die Schwester von Emma, wovon der vielleicht auch nichts wusste und er hat versehentlich mit seiner Tochter geschlafen. Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Typ so abgefuckt ist und bewusst seine Kinder benutzt und missbraucht, obwohl... So viele kranken Typen gibt es da draußen. Aber diese Vorstellung, also das war für mich so ein richtiger Schockmoment, wo ich das gelesen habe. Das war für mich so ein richtiger What the fuck-Moment. Wo Monroe dann noch in diesem Zimmer aufgetaucht ist als Prostituierte, habe ich auch nur gedacht, alter Mädchen, was läuft bei dir schief? Ich habe mir die Leseprobe, die hinten drin ist, zum dritten Teil auch schon durchgelesen. Da wird ja dann gleich erklärt, wieso, weshalb, warum Monroe sich prostituiert. Ich habe mir nur gedacht, bei der läuft echt irgendwas schief. Und vielleicht war es ja wirklich so... Nein, das ist eine zu kranke Vorstellung. Vielleicht hat ihr Vater sie ja unwissentlich gebucht. Und hat dann mit ihr Sex gehabt. Boah, ekelhafte Vorstellung. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie krass es noch wird im dritten Teil. Also wie gesagt, dieses Ding, was dieser Detective da am Ende hat gucken lassen, war echt übel. Ich kann verstehen, dass sie Emma verdächtigt hat, ne? Dadurch, dass sie ja... ihre Schwester nun mal das Kind von ihm war, kann es ja genauso gut sein, dass sie auch das Kind von ihm ist. Ist für mich noch irgendwie nachvollziehbar.
Aber diese Vorstellung, oh mein Gott, wer sollte es denn sonst gewesen sein? Und ich hoffe, dass da irgendeine andere kranke Scheiße dahinter steckt, als dass der mit seinem Kind da irgendwie... Nein. Ekelhaft, ekelhaft. Also sowas ist ja gar nicht meins, ne? Da kriegst du echt Kribbeln an der Lippe. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich muss sagen, wenn in diesen Büchern jetzt noch irgendwie 20 andere Sachen rauskommen, was ich nicht glaube, dann wäre es für mich Richtung Bourbon Kings. Und das war für mich ein bisschen viel des Guten. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert. Bisher, finde ich, passt dieses ganze Drama noch richtig gut zusammen. Und es ist schon echt krass, was da abgeht. Und es ist schon echt viel. Aber es hält sich für mich noch echt an der Grenze. Also es ist noch für mich an der Grenze des Vertretbaren, dass ich das von dem Drama her verkrafte. Weil zu viel Drama mag ich nicht. Ich mag das schon noch, wenn irgendwo noch so ein Fünkchen Realismus da irgendwo drin ist. Und das ist bei dem Buch hart an der Grenze. Aber ich mag es trotzdem. Und ich bin echt gespannt, wie dieser Holy Shit hier im dritten Teil ausgeht. Und wer den Vater umgebracht hat und was es mit diesem ominösen Kondom, dem Häutchen und den Samenspuren nun auf sich hat. Denn Emma war es ja definitiv nicht, das wissen wir ja. Und ich glaube auch nicht, dass Emma den seine Tochter ist. Also das war jetzt nochmal zum Ende hin so ein Bröckchen, was uns hingeklatscht wurde, damit das alles offen bleibt. Aber die ist nicht den seine Tochter. Never ever. Never. Never ever. Weil zu dem Zeitpunkt... ging ja nur um den Sorgerechtsstreit mit ihrer Schwester, dann hätte der ja genauso gut für sie, also es wäre genauso eine Klage dann gewesen. Also, nee, die ist nicht denn seine Tochter, aber es ist schon echt heftig, was da passiert. Wenn ihr, wie ich, die ersten beiden Teile schon gelesen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wie immer gilt, bitte nicht spoilern in den Kommentaren, dann lasst ein bisschen Absatz, dass die Leute das nicht gleich sehen, oder schreibt eine fette Spoilerwarnung rein, denn ich finde es immer doof, in den Kommentaren zu spoilern, weil es gibt doch den einen oder anderen, der die Kommentare liest und dann gespoilert wird. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt es mir gerne mal unten rein, was ihr zu diesen beiden Büchern sagt. Ich, wie gesagt, fand den zweiten noch besser wie den ersten, weil hier einfach viel, viel mehr erklärt wurde, viel, viel mehr aufgedeckt wurde, viel mehr ins Licht kam. Und wie gesagt, das Ende mit diesem krassen Cliffhanger. What? Oh mein Gott, es war so heftig. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und ich bin gespannt, wie das im April jetzt ausgeht und was da jetzt alles genau da dahinter steckt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.